Das habe ich gebraucht nach diesem ganzen Uni-Scheiß. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du bist der Hammer. Wieso? Nur weil ich weiß, wie ich dich am einfachsten vom Lernen ablenken kann? Weil du einfach immer weißt, was ich brauche. Ja, das stimmt. Weißt du, manchmal würde ich mir wünschen, du wüsstest auch mehr, was ich brauche. Das sagst du, nachdem ich dir so einen Hammer-Orgasmus besorgt habe? Ich hatte keinen Orgasmus. Aber du hast doch so heftig gestöhnt. Ich dachte, du hattest einen. Eben. Wie eben? Du merkst nicht mal, ob ich einen habe oder nicht. Ja, bei mir ist es ja auch leichter zu erkennen, ob ich einen hatte. Bei dir sehe ich es ja nicht. Ja, aber du könntest es fühlen. Wie fühlen? Ja, oder eben fragen. Fragen? Wie soll das denn aussehen? Oh ja, geil, fertig. Bist du auch gekommen? Wieso denn nicht? Das ist doch affig. Was ist daran affig, wenn du nach meinem Befinden fragst? Aber ich frag dich doch immer nach deinem Befinden, nur halt nicht sofort nach dem Sex. Ja, genau. Was genau? Du fragst mich dann, wenn du es für richtig hältst, aber nicht dann, wann ich es brauche. Ja, aber woher soll ich denn wissen, wann du es brauchst, dass ich dich frage? Deshalb würde ich mir ja gerne wünschen, dass du öfter weißt, was ich brauche. Deshalb sage ich es ja. Jetzt wirst du unfair. Wieso werde ich jetzt unfair? Weil du etwas von mir verlangst, was ich gar nicht erfüllen kann. Ja, aber ich kann es doch auch. Ja, aber das muss ja nicht heißen, dass ich es auch kann. Ja, aber es ist doch nur fair in einer Partnerschaft, wenn beide dasselbe einbringen und auch bekommen. Ja, aber jeder bringt doch unterschiedliche Eigenschaften in die Beziehung ein. Ach ja? Was denn zum Beispiel? Boah, ich kann zum Beispiel besser kochen als du. Was? Nicht dein Ernst jetzt? Wieso? Du vergleichst meine Bedürfnisse mit deinen Kochkünsten? Nein, das habe ich nicht sagen wollen. Ich habe nur ein Beispiel genannt, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten in Beziehungen einbringen. Was für ein bescheuertes Beispiel. Gut, ich kann Kinder bekommen, du nicht. Oh, jetzt nicht bitte schon wieder das Thema, ja? Das geht mir so auf den Zeiger. Und davon abgesehen ist das ja wohl was völlig anderes. Mein Beispiel ist genauso gut oder schlecht wie deins. Nein, ist es nicht. Das kann man nicht vergleichen. Wieso kann man das nicht vergleichen? Aber meine Bedürfnisse mit deinen Kochkünsten, das kann man vergleichen. Och, ich habe nicht deine Bedürfnisse mit meinen Kochkünsten verglichen, sondern lediglich sagen wollen, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben. Der eine kann die eine Sache besser und der andere eben die andere. Ja, und ich kann eben besser Kinder bekommen als du. Weißt du was? Ist mir völlig wurscht, ob du Kinder kriegen kannst. Ich will eh keine, okay? Also geschissen auf deine tolle Fähigkeit. Was? Du bringst jetzt echt? Du blödes Arschloch. Ich dachte, du willst Kinder und jetzt haust du raus, du willst gar keine? Ist das alles für'n Arsch? Du kannst mich mal lehren. Ja, ich hab ja nicht gesagt, nie. Fick dich. Na jetzt warte doch mal! Was für eine Verarsche! Was, mir reicht's. Ich will, dass du verschwindest. Pack deine Sachen. Jetzt beruhig dich doch. Ich soll mich beruhigen. Ich will, dass du verschwindest. Hau endlich ab! Hau endlich ab! Jetzt lass uns doch in Ruhe reden. Scheiße. Lass mal sehen. Nein, lass mich. Das ist doch Quatsch jetzt. Yeah.
Zacke. Au! Halt doch mal still, bitte, bitte. Es tut weh. Es tut alles weh. Ich weiß. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich habe das nicht so gemeint. Ich meine, ich habe das nicht so sagen wollen. Mir ging das die letzten Wochen so auf den Geist, dass du ständig auf diesem Thema rumgeritten bist und von deiner schwangeren Schwester erzählt hast. Und hat dein Schwager auch noch so eine blöde Bemerkung zu meinem ewigen Studium gemacht. Mir wurde das einfach zu viel. Und dann war deine schnippische Art vorhin einfach eine Steilvorlage. Ich möchte doch irgendwann mal Kinder. Vor allem mit dir. Aber jetzt, wo ich mitten im Studium stecke und so? Ich muss doch erstmal einen sicheren Job haben, dass wir uns das leisten können. Mit dem bisschen BAföG? Manchmal komme ich mir so dumm und klein dir gegenüber vor. Du hast immer alles im Griff und ich mache immer alles falsch. Zudem verdienst ja nur du gerade Geld und ich lieg bei dir auf der Tasche. Das fühlt sich so scheiße an. Das ist dumm. Sag ich ja. Nein, nicht du bist dumm. Das, was du sagst, ist dumm. Du bist alles, was ich möchte. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir irgendwann eine Familie zu haben. Mit Hund und so. Verletz mich bitte nie wieder so, okay? Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte ungeschehen machen, was ich gesagt habe. Es tut so weh. Ich weiß. Ich möchte irgendwann mal ein ganz süßes Kind von dir. Am liebsten ein Mädchen. Oder zwei. Ich möchte drei oder vier, wie meine Schwester. Süße, ich liebe dich. Wie verrückt. Ich liebe dich auch. Jetzt können wir gleich ein bisschen üben. Das habe ich jetzt gebraucht nach unserem Streit.